Für eine Bike-Tour würde ich auf jeden Fall Knieschoner anlegen, einen Helm natürlich, Brille, Handschuhe. Man kann es natürlich noch ein bisschen ausbauen. Ellbogenschoner sind da sicher nicht schlecht. Ein Rückenpanzer allenfalls, im Sinne eines Rückenpanzer an sich oder einfach einen Rucksack mit Rückenpanzer. Protektoren ist das Allerwichtigste, dass die Passform stimmt. Das finden wir nur raus, wenn man sie anprobiert. Das heisst, einfach in den Laden gehen, anprobieren, herausfinden, was einem passt. Und dann vielleicht ein bisschen den Einsatzzweck herausfinden. Leichte Cross-Country-Touren sind leichte Protektoren. Enduro, Downhill macht eher Sinn, sogar etwas mit Hartschalen anzulegen. Für Touren finde ich die Iron-Protektoren zum Beispiel sehr praktisch. Die haben auf der Seite einen Reissverschluss. Beim Kauf eines Helms ist eigentlich die Passform das Allerwichtigste. Sie muss gut sitzen, nicht einengen und der Platz zwischen Kopf und Schale muss möglichst klein sein, damit er einfach satt sitzt. Beim Bike-Rucksack ist es wichtig, dass man die richtige Rückenlänge verwischt. Gerade die Rucksäcke, die mit einem Rückenprotektor kommen, haben tendenziell verschiedene Rückenlängen, damit halt wirklich der ganze Rücken abdeckt ist. Weiter kann man auch schauen, ob ihr einen leichten Rucksack, der nicht so viel aushalten muss, nehme ich eher einen bisschen schwereren, der auch ein bisschen mehr aushebt.